Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tala und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Toy, das der Inji bauen kann und zwar haben wir den Umweltemulator hier und ja, was macht der? Platziert einen Umweltemulator bis zu 2 Stunden, mit dem ihr die Welt aus einer anderen Perspektive sehen könnt. Und das Ding ist getarnt und hat quasi mit dieser Tarnung die Möglichkeit, dass nur ihr, die Gruppenmitglieder und Schlachtzugsmitglieder das Gerät sehen können und auch die Effekte davon. Wie bei vielen anderen Toys, die wir uns jetzt hier aus der Expansion schon angeguckt haben. Heißt, Gruppenmitglieder, Schlachtzugsmitglieder sehen das Zeug und man selber natürlich, aber alle anderen sehen das dann nicht. Ja, wo kriegen wir das Ding her? Einmal können wir das im AH kaufen, kostet um die 100.000 Gold, wie ihr hier seht. Oder ihr kennt einen Inji, der euch das zusammenbastelt. Und wenn ihr dazu keinen habt an der Hand, dann können wir das auch hier über einen Arbeitsauftrag holen. Und zwar Umweltemulator. Und dann haben wir das einmal da. Und ihr seht, für das Ding hier brauchen wir ein paar Mats, die wir aus dem Auktionshaus alle kaufen können. Die kosten nur 11.000. Ja? Also sparen wir uns wirklich richtig viel Gold. Wir haben aber auch ein paar seelengebundene Mats. Und diese seelengebundenen Mats sind hier feurige Seele und irdene Seele. Von beiden brauchen wir 3 Stück. Ich habe hier auch noch ein paar rumliegen, wie ihr seht. Und wo wir die herbekommen, will ich euch jetzt mal erklären. Es gibt ein Item, was auch ein Inji bauen kann. Das heißt schockdrosselnder Seeleninhalierer. Und dieses Item könnt ihr auch wieder im Auktionshaus kaufen, kostet 13.000. Oder ihr holt euch einen Inji, beziehungsweise stellt hier einen Arbeitsauftrag, dann könnt ihr euch das auch über einen Arbeitsauftrag holen. Das zweite Item, was wir brauchen, ist leerer Seelenkäfig. Das könnt ihr auch im AH kaufen. Das kann ein Juve bauen. Und wenn ihr mit diesen 2 Sachen bewaffnet seid, ihr braucht ein paar mehr Seelenkäfige, denn die werden aufgebraucht mit jeder Anwendung. Dann können wir lostigern und uns die Seelen besorgen. Es gibt 3 Elemente, wo wir Seelen absaugen können und die können wir immer von Elite, Elite-Elementaren absaugen. Es gibt da verschiedene Spots, wo die sind. Zum Beispiel für Feuer haben wir hier oben in Mazublauen Gebirge auf den Koordinaten 79, 38 einen Spot, da können wir das absaugen. Dann Erde brauchen wir auch, das ist hier bei der Küste des Erwachens oder in der Küste des Erwachens auf den Koordinaten 47, 35. Da oben auf dem Berg hocken die rum. Dann, die anderen beiden Elemente brauchen wir nicht, aber die zeige ich euch trotzdem zur Vollständigkeit halber. Hier in dem Bereich sind Sturmelementare, 23, 34 in der Ebene von Onara. Und dann hier unten in dem Wasser hockt ein Elite-Elementar auf den Koordinaten 54, 76. Ihr braucht aber nur Erde und Feuer. Ihr lauft quasi zu den Elementaren hin, die haben so 500.000 Leben in etwa. Und ja, ihr müsst die runterklopfen und während die sterben, müsst ihr dieses Item channeln und so einen Seelenkäfig im Inventar haben. Wenn die nämlich sterben, während ihr drauf channelt, dann wird einer von diesen Seelenkäfigen in ein Item umgewandelt und dieses Item könnt ihr theoretisch öffnen. Das solltet ihr aber nicht öffnen, denn da tickt ein Timer runter mit 1/4 Stunde und nach 1/4 Stunde wandelt sich das Item in ein anderes Item um. Das könnt ihr ebenfalls öffnen und wenn ihr das Item öffnet nach 1/4 Stunde, dann kommt eine von diesen Seelen raus. Also, wenn ihr ein Feuerelementar absaugt, dann kommt das Feuerelementar-Seelending raus, ne? Also, je nachdem, welchen ihr absaugt. Und es gibt dann auch noch eine kleine Chance, dass ein Pet drin ist. Das sind jetzt hier am Anfang der Expansion, sind die mehrere 100.000 Gold wert. Also wenn ihr Glück habt, kriegt ihr noch ein seltenes Pet noch mit raus. Da habe ich aber auch schon ein Video zu gebastelt. Genau, so kriegt ihr diese Teile. Und wenn ihr diese seelengebundenen Sachen habt und dann noch zusätzlich die restlichen Mats, was wir ja geguckt haben, waren 11.000, dann könnt ihr euch das wesentlich günstiger bauen lassen und nicht da irgendwie 100.000 rein investieren. So habe ich es tatsächlich auch gemacht, habe mir einiges an Gold gespart und ja, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns das Ding mal an und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Stellen wir das mal hier vorne hin. Und gucken mal, welche Perspektive wir da einnehmen können. Ob wir da irgendwie... Ich schätze mal, wir schauen von oben drauf, oder? Betätigt den Hebel auf. Feindlicher Tag. Nee, friedlicher Tag. So rum. Nicht feindlicher Tag. Friedlicher Tag. Das ist ja cool. Wir waren gerade mitten in der Nacht und jetzt haben wir hier... Friedlicher Tag. Das ist ja richtig nice. Ja, wenn man in WoW mal so ein paar Bilder für Thumbnails basteln will, kann man das hier ein bisschen ändern. Das ist gar nicht so schlecht. Was haben wir? Teufelssturm haben wir hier noch. Sieht auch cool aus. Das ist quasi so Legion-Invasionsmäßig. Und das sehen auch alle Gruppen- und Schlachtzugsmitglieder und nicht nur man selber, ne? Also theoretisch, wenn ihr irgendwo unterwegs seid im Raid, dann könnt ihr auf einmal hier ein bisschen Lightshow anmachen. Das hat was.
Ruhiger Wirbelsturm haben wir dann noch. Seht ihr, da sind hier so ein Wirbel um mich rum. Man könnte auch ein bisschen hochfliegen, dann sieht man es vielleicht besser. Seht ihr das? Ah, wenn ich zu weit wegfliege, dann ist es weg. Okay, das ist nur in einem relativ kleinen Bereich. Also hier seht ihr es, da haben wir so einen Wirbelsturm um uns rum. Das macht schon was her. Okay, was haben wir dann noch? Dann haben wir noch Eiskrone. Ah, das habe ich früher mal geliebt, dieser Himmel. Richtig nice. Gibt doch eine ganz andere Stimmung hier, ne? Wenn man die Skybox ändert. Okay, was haben wir? Brennender Himmel. Das ist dann so Cataclysm-Style, oder? Holy shit. Was ist denn jetzt los? Die Wolken sind komplett blau. Okay, das ist irgendwie weird. Also, dass der Himmel rot ist, okay, aber warum sind dann so komische blaue Wolken? Schaut euch das an. Jetzt darf ich halt hier nicht so weit wegfliegen, sonst ändert sich's wieder. Also, warum die Wolken so krass blau sind. Okay, interessant. Was haben wir dann noch? Wirbelnder Nähte haben wir noch. Ah, ja, das kennen wir aus dem Nähtersturm, ne? Warte mal, gehen wir mal da runter. Was? Auch cool? Hat was? Was ist das Letzte, was wir haben? Trete die Maschine. Dann können wir es wahrscheinlich wieder ausstellen. Ah ja, okay. Jetzt haben wir wieder den... Ah, okay. Jetzt haben wir wieder den ganz normalen Himmel. Deswegen war das hier so blau, weil es die Wolken waren, ne? Und es bei dem roten Dings anscheinend da keine Wolken gibt. Das ist halt die normale Wolken-Skybox, die wir hier haben. Okay, also ich muss sagen, ein sehr, sehr cooles Toy. Kann man bestimmt an der einen oder anderen Stelle einsetzen. Und ich kann mir vorstellen, wenn ihr irgendwo in einer Random-Gruppe unterwegs seid und auf einmal die Skybox verrückt spielt, sind die Leute bestimmt ein bisschen erstmal so ahnungslos und denken sich, was ist hier los? Und damit könnt ihr das machen. Also wenn ihr mal ein paar Leute ein bisschen tricksen wollt, dann ist das vielleicht eine valide Option. Gut, damit sind wir am Ende von dem kleinen Videoguide. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.